Danke! Yo, hallihallo Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Und wir haben gerade hier den Greifautomaten für Woody repariert und haben ihm den gebracht. Und jetzt sollen wir ja mit Buzz reden, ne? Wir müssen jetzt wahrscheinlich die ganzen Spielzeugfiguren, die hier verstreut sind, suchen. Ah, Jens, genau der, nach dem ich gesucht habe. Wir müssen etwas besprechen. Auf meiner letzten Patrouille hörte ich eine Explosion und dann fiel ein Alien vom Himmel. Ich weiß, überall im Dorf gibt es Aliens. Woody und ich befinden uns auf einer Rettungsmission. Hast du noch mehr von ihnen gesehen? Es ist eine Alien-Invasion. Woody und ich befinden uns auf einer Rettungsmission. Das freut mich für dich, Jens. Ich habe einige der Spielzeug-Alien im Tal ausfindig gemacht. Du weißt, wo sie sind, warum hast du sie dann nicht festgenommen? Nun, zwei von ihnen sind in der Erde vergraben, einer am schillernden Strand und der andere auf der Lichtung des Vertrauens. Ich habe viele Extras, aber ich habe keine magische Schaufel, die mir beim Graben hilft. Und einer steckt in einem Eisblock in der Nähe eines Wasserfalls. Vielleicht, wenn du etwas hättest, um den Eisblock aufzubrechen? Das klingt, als bräuchte ich meine Werkzeuge, um ihnen zu helfen. Sonst noch etwas? Ich habe ein quietschendes Geräusch aus Gars Höhle gehört. Aber ich glaube nicht, dass er es gut fände, wenn ich da hineinstürme. Ich war gerade dabei, eine Rettungsaktion zu organisieren, aber wenn du an dem Fall dran bist, überlasse ich das deinen fähigen Händen. Sehr schön. Gut, gut. Hallo, ich muss mit dir reden. Okay. Nee, ich wollte mit Elsa reden. Das ist grob. Hey, du. Merlin hat eine Idee, wie man die Erinnerungen von Christoph zurückbringen kann. Aber es klingt ziemlich kompliziert. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um zu helfen. Danke, okay. Er sagte etwas über einen Zauber. Dann fing er an, mir detailliert zu erklären, wie dieser funktioniert, und ich habe nichts mehr verstanden. Ich habe jede Menge Erfahrung mit Elsas Eismagie, aber andere Arten von Magie sind wie wow. Was hast du gesagt? Magie ist einfach, solange man vorsichtig ist. Magie ist kompliziert, am besten meidet man sie, wenn man kann. Ich tue einfach, was Merlin mir sagt und hoffe auf das Beste. Dann bist du genau der Richtige für diese Aufgabe. Könntest du mit Merlin reden und herausfinden, wie man diesen Zauber wirkt? Sicher, ich werde mit Merlin sprechen. Vielen Dank. Aber da kommen wir später zu. Wir pinnen uns jetzt erstmal die Aufgabe von Buzz an. Okay, im Sand des schillernden Strands, im Eis in der Nähe eines Wasserfalls, im Boden in der Nähe der großen Weide. Okay. In Scars Höhle. Gut. So, angepinnt. Und ich wollte ja Woody eigentlich auch gleich mitnehmen, ne? Weil der ist nämlich erst Level 8. Da können wir den gleich versuchen auf Level 10 zu bringen. So, Woody, komm mal mit. Wir gehen beide auf Patrouille. Danke fürs Vorbeikommen. Hey, howdy, hey. Lass uns abhängen. Oho! Sicher, du kannst auf mich zählen. Ja, wenn ich sagen würde, dass wir zu Scar in die Höhle gehen, würde er bestimmt nicht mitkommen. Leute, die große Weide, das muss doch hier im Sumpf sein. Im Boden in der Nähe der großen Weide. Das ist ja die in der Mitte hier. Da, wo die Mutti wohnt, glaube ich. Oder ist das die große Weide? Nee, ne? Das hier. Ja. Eigentlich schon. Ah, guck mal da, da guckt der Kopf raus. Der erste Alien.
So, dann ein Eis in der Nähe eines Wasserfalls. Hier ist ein Wasserfall, ne? Aber ich denke, das wird hier nicht sein. Ich denke, das wird im Eisbiom sein. Ich denke, da werde ich wohl richtig liegen. Im Sand des schillernden Strands. Da können wir ja erstmal gucken. Und dann gehen wir gleich über den Strand. Durch den Wald ins Eisbiom. Okay, das war easy. Und schon ist er Level 9. Let's go. Nice. Fehlt nicht mehr viel. Und ja, schillernden Strand. Ah, hier müssen wir Meerwasser holen. Das ist auch eine Aufgabe für eine Quest. Ja, hier ist ja meistens das Zeug vergraben, ne? Das hält ja mit zum schillernden Strand. Ah, gucke da. Da ist er. Genau. Dann gehen wir ins Eisbiom. Da wird der dritte sein. Und dann können wir gleich mal schauen, ob die Eishügel in der Höhle schon wieder nachgewachsen sind. Ich hoffe, dass wir mit der Quest auch weiterkommen. Ist hier oben im Eisbiom ein Wasserfall? Ich weiß es gar nicht, ne? Ach, guck an! Okay, ja, hier ist ein kleiner Wasserfall. Naja, so klein ist er, glaube ich, gar nicht, ne? Gut, da brauchen wir wahrscheinlich die Spitzhacke. Jawohl! Nice! Nummer 3. Ist nur noch Scar übrig. Aber vorher gehen wir mal in der Höhle vorbei. Ah, ich hoffe, dass sie wieder nachgewachsen sind, ne? Nein, sind sie nicht. Ah, das ist blöd, ne? Wo ist denn die... Entferne die Eisblöcke in der Höhle. Na, wie soll ich denn das machen, wenn sie nicht mehr da sind? Ich glaube, die Quest können wir vergessen. Hallo, du. Bitte beseitige das Eis, damit wir uns leichter umsehen können. Das hat Spaß gemacht. Das habe ich doch aber gemacht. Mist, Mist, Mist. Ich war zu voreilig, ne? Macht nicht denselben Fehler wie ich. Hier muss doch irgendwas sein. Ja, hier, die kleinen Dinger sind ja noch hier, ne? Was für ein schöner Tag. Muss ich da vielleicht Wasser drüber gießen? Das... Könnte ja gehen, ne? Nee, aber das funktioniert nicht. Ach, das ist blöd. Hallo. Gut, wir haben ein tägliches Gespräch mit Elsa geführt. Jetzt ist sie Level 2 und wird Bergarbeiter. Aber die Eisberge wachsen ja trotzdem nicht nach, ne? Hallo, mein Freund. Was anderes sagen wird sie mir jetzt auch nicht. Oh. Beseitige das Eis, damit wir uns leichter umsehen. Auf Wiedersehen. Hallo, du. Wie bitteschön soll ich denn das machen? Vielen Dank auch. Hallo, mein Freund. Ach. Hoffentlich können wir bald wieder plaudern. Sowas nervt mich, ne? Das ist blöd. Jetzt kann ich wahrscheinlich die Quest nicht weitermachen. So, dann gehen wir mal ins Scar besuchen. Da ist der Alien. Okay, da ist jeder einzeln. Dann...
futtern wir einfach die drei, ne, Heidelbeeren nicht gerade, die brauchen wir für irgendeine Quest. Kommen die Paprika hier. So, wunderbar. Gut, dann können wir mit Woody sprechen. Geben wir ihm alle vier. Hey, wir haben sie alle gefunden. Gute Arbeit, Partner. Ich kann mich allerdings nicht mehr genau erinnern, wie viele es waren. Ich hoffe, es sind nicht noch mehr im Tal verloren gegangen. Wie auch immer, ich bringe sie in ihr Zuhause, das dank dir brandneu ist. Ich weiß deine Hilfe wirklich zu schätzen, Jens. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich die Lichter des Karussells einschalten kann. Darum kümmere ich mich später. Gut. Was machen wir jetzt? Der verzauberte Ring. Wir sollen mit Merlin sprechen. Die Definition eines Helden. Wir brauchen dreimal Stoff. Dazu müssen wir erstmal Baumwolle anpflanzen. Sich an alte Zeiten erinnern. Wir brauchen 100-mal Stein. Und hier brauchen wir bloß eine Kochstation. Das können wir machen. Das können wir gleich hier. Sehr gut. Und jetzt? Was jetzt? Okay, hier haben wir das Rezept dafür. Gleißendes Fragment der Morgendämmerung. Sehr gut. Dann pinnen wir uns diese Aufgabe mal an. Bei der Mutti. Zack. Und zack. Bringen wir ihr das Fragment. Wo ist die Gute? Aha, die ist bei Remy. Wir haben immer noch den schönen Mantel an, den wir extra für Scar anfertigen lassen mussten. Auch bei der Mutti. Möchtest du dies weitergeben? Na klar. Was für ein Vergnügen. Gut gemacht, Jens. Das Fragment der Morgendämmerung leuchtet wieder. Dieser Geruch, er erinnert mich daran, morgens aufzuwachen und im Kopf zu haben, wie jung und schön ich bin. Fühlst du diese magischen Schwingungen in der Luft? Der Zauber wirkt und die Sonne hört zu. Ja, ich fühle es. Erstaunlich. Ich hätte nicht gedacht, dass du so sensibel bist. Jetzt zum Fragment der Abenddämmerung. Hier, nimm es. Seine Energie braucht einen ganzen Tag, um wiederhergestellt zu werden. Dies ist eine gute Gelegenheit, deine ganz besonderen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Behandle es wie eine der Nutzpflanzen, die du so gerne magst, damit es die Kraft des Tals absorbiert. Da es sich um das Fragment der Abenddämmerung handelt, muss es im dunkelsten Teil von Dreamlight Valley vergraben werden, im vergessenen Land. Vergrabe es und gib ihm so lange Wasser, wie es braucht. Tata! Okay. Und dann müssen wir ja mit dem dritten Fragment dann auch noch irgendwas machen. Das dauert also einen ganzen Tag mit dem, was wir jetzt einpflanzen sollen. Eine Stelle aus, am besten gleich hier vorne irgendwo, damit wir nicht immer so weit laufen müssen. Ich würde sagen, hier so neben dem Stachelbeerstrauch. So, rein damit. Dann gießen wir es gleich einmal. So, schauen wir mal, ne? Was jetzt passiert.
Können wir gleich noch ein bisschen Ingwer mitnehmen. Und gut, dann müssen wir uns jetzt eine neue Aufgabe suchen. Ja, hier brauchen wir die ganzen Steine, aber da könnten wir eigentlich zu Christoph gehen. Stitch können wir seinen Fernseher bringen, ne? Das können wir gleich mal machen. Wir sollen Stitch bei ihm zu Hause treffen. Ja, wegen den Steinen könnten wir eigentlich zu Christoph gehen. Das müsste funktionieren, ne? Der verkauft doch welche. Ich gebe bei ihm sein schönes Fernsehen. Juppie, Fernseher nicht kaputt. Jetzt Fernsehen. Sehen uns etwas Gruseliges an, Spannendes an, das zum Nachdenken anregt. Was Gruseliges. Du willst dich gruseln? Okay, ich weiß, was wir uns ansehen. Monsterfilme. Setzen wir Fernsehen Tukiba Waba. Sehr gruselig. Siehst du, Riesenmonster macht Gebäude kaputt. Macht krr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 
Ich habe versucht, ihr den Zauber zu erklären, aber wenn ich mit den anderen Dorfbewohnern über Magie spreche, sehen sie mich an, als würde ich Kauderwelsch reden. Das ist schon kurios. Für mich ergibt das alles einen Sinn. Ich verstehe dich größtenteils. In der Hälfte der Fälle ist es Kauderwelsch. Für mich ergibt das alles einen Sinn. Ja, ich weiß, deine magische Sensibilität ist ziemlich ausgeprägt. Auf jeden Fall kenne ich jetzt, da Christoph einige seiner Erinnerungen wiedererlangt hat, genau das Richtige, um den Rest zurückzubringen. Du brauchst für den Zauber etwas, das für Anna und Christoph wichtig ist. Etwas, das ihre Liebe symbolisiert. Hm, vielleicht ihr Verlobungsring? Oh ja, der wäre perfekt. Jetzt brauchst du noch ein paar Traumscherben, um dem Ganzen einen Funken Magie zu verleihen. Und einen Pilz, um die im Dunkeln verborgenen Erinnerungen hervorzulocken. Einen Pilz? Einen Champignon, um genau zu sein. Aber nicht irgendeinen Pilz. Du musst zu den Schatten der großen Weide auf der Lichtung des Vertrauens gehen und einige rote Pilze sammeln. Sobald du sie hast, suche eine Werkbank und mische alles mit dieser Flüssigkeit als Beschleunigung. Und jetzt lauf! Roter Champignon von der großen Weide auf der Lichtung des Vertrauens. Gut, Traumscherm haben wir da. Dann wollen wir mal sehen, was sich machen lässt. In den Schatten der großen Weide. Ah, hier, okay, ich sehe schon welche. Der Woody wollte doch so eine Blume haben, ne? Ist das vielleicht sogar die richtige? Warte mal, wo haben wir die jetzt? Das war scheinbar gar keine Blume, ne? Doch, hier. Aber das ist nicht die richtige. Der will eine rote haben. So, einer fehlt noch. Das müsste aber die richtige sein. Wo ist das gute Stück? Hier? Jawohl, das hat ein bisschen mehr gewirkt. Okay, wo ist der letzte Champignon? Irgendwo hier muss er sich doch verstecken. Die Frage ist nur, wo? Gehen wir erstmal zu Anna vielleicht und schauen dann auch mal hier vorbei. Ich würde fast sagen, das ist eine gute Idee. Wo ist Anna? Hier ist sie. Gut, da reisen wir gleich hier hin.
Ist zwar nicht so weit, aber gut. Ein bisschen schneller geht's dann doch. Hallo. Warte, du brauchst meinen Verlobungsring für den Zauber? Ja. Okay. Bring ihn einfach zurück. Er ist ein wirklich wichtiges Symbol der Liebe, die Christoph und ich füreinander empfinden. Wenn dieser Zauber funktioniert, wird Christoph euch all seine Erinnerungen an diese Liebe wieder erlangen. Das hoffe ich. Gut, den Ring haben wir schon mal. Aber wo ist jetzt der dritte Pilz? Ah, guck mal hier, Alter. Jens, ich glaube, ich weiß jetzt, was mit den Lichtern in meinem Karussell los ist. Hast du Zeit, mir zu helfen? Ja, natürlich. Okay, also ich habe im Karussell nachgesehen und versucht herauszufinden, warum die Lichter nicht funktionieren. Als mir klar wurde, dass ich noch nicht nachgesehen hatte, was in der alten Spielzeugkiste war, ich wollte sie öffnen, aber als ich sie berührte, fingen die Lichter an zu flackern und ich hörte, wie die Musik einsetzte. Das Karussell schaltete sich wieder ein. Was auch immer sich in dieser Kiste befindet, ist der Schlüssel, um das Karussell wieder in Gang zu setzen. Was hältst du davon, mit mir der Sache auf den Grund zu gehen? Schauen wir uns noch einmal die Spielzeugkiste an. Okay, aber erstmal holen wir noch weiter Leben. Ich bin nämlich gerade doch dabei, Leute. Ich habe mich dazu verleiten lassen, hier noch ein bisschen Leben zu graben. Und die paar Steine, die holen wir dann auch noch easy, ne? Ich habe schon den größten Teil, aber ein kleines bisschen Lehm brauche ich noch. Leute, die 100 Steine haben wir auch zusammen. Jetzt können wir die Aufgabe für Mini also auch weitermachen. Mit dem verzauberten Ring können wir weitermachen und mit Mini auch. Und vorher möchte ich jetzt noch mal kurz in das vergessene Tal, vergessene Land, um zu schauen, was unser Splitter dort macht, den wir eingegraben haben. Der Nachtsplitter. Okay, wir gießen noch mal was drüber. Gut, aber der ist noch verbessert. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, wo Mini sich rumtreibt. Mickey und Minnie ist auch am Schrank. Gut, da reisen wir hier gleich hin. Die gute angelt. Oh, ich muss mit dir reden. So, du hast alles zusammengetragen. Jetzt musst du noch die rustikale Turmuhr bauen und einen Platz dafür finden. An die Werkbank.
Und da können wir gleich gucken, da können wir ja wahrscheinlich die Sache mit dem Ring auch klar machen. Kokoskuchen! Musste zu Remi gehen, ich habe keine Zeit. Das ist die Sache mit dem Ring. Machen wir gleich klar. So. Dann beim Möbel wahrscheinlich. Genau, hier ist die rustikale der rustikale Uhrenturm. Let's go. Sehr schön. Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das ist immer gut. So. Ey, jetzt stehen wir bitte nicht im Wege rum. Ich versperre ihn mir noch. Drücke ich gleich die falsche Taste. Gut, wir stellen die Turmuhr auf. Ja, hier geht's ja nicht, ne? Wir schauen mal. Hier oben können wir es nicht machen. Ich würde sagen, wir stellen sie hier so auf jeden Fall erstmal hin. Genau. So, dann ist bei Garderobe. Können wir uns gleich für Stitch anziehen. Zack. Und Sportschuhe. Na komm, wir ziehen uns die hier an. Die passen, glaube ich, am besten dazu. So. Dann kehre zu Mini zurück. Wo ist die jetzt? Die immer noch am Strand? Nö. Ah, hier ist sie, ja. Okay. Okay, sehr gut. Hallo! Hallo Mini. Du hast eine großartige Arbeit geleistet, Jens. Die rustikale Turmuhr sieht so gut wie neu aus. Elegant, aber auch nützlich. Aha. Wenn ich sehe, wie du so viele nützliche Dinge tust, erinnert mich das an den Club der fröhlichen Freunde. Was ist der Club der fröhlichen Freunde? Ich weiß nicht mehr genau, wer im Club war. Aber ich weiß, dass wir dafür gesorgt haben, dass jeder im Dorf das bekam, was er brauchte. Wenn es den Club heute noch gäbe, würde ich dich als Präsidenten vorschlagen. Oh, bevor ich es vergesse, ich habe diese Kleidung als kleines Dankeschön für deine Arbeit gemacht. Hey, ein schicker Strohhut. Oh, bevor ich es vergesse, ich habe diese Kleidung. Ja, das haben wir ja schon gehabt. Ich hoffe, sie gefällt dir. Ja, geht so, Mini. Geht so. Du hast ja große Mühe gegeben. Aber muss ja trotzdem nicht mein Geschmack sein.